Schwere Verkehrsunfälle sind eine Katastrophe. Wenn alle Verletzten versorgt sind, geht es ans Aufräumen. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Räumung der Unfallstelle im Regelfall zeitnah. Entscheidend für eine zügige Bergung sind dabei nicht nur das eingesetzte technische Equipment, sondern auch das Wissen und die Kompetenz des Bergungspersonals. Wie bei der Unfallbergung am besten vorgegangen wird, entscheidet der Abschleppunternehmer im Einzelfall nach Rücksprache mit der Polizei. Häufig müssen verschiedene technische Möglichkeiten abgewogen werden. Wichtig ist auch, Bergeschäden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen zu vermeiden. Wie aber macht man es richtig? DEKRA-Sachverständige aus dem gesamten Bundesgebiet ließen sich jetzt auf einem Technik-Sonderseminar der Technischen Akademie für das Bergungs- und Abschleppwesen zu fachkundigen Experten ausbilden. Bei jedem Unfall haben wir andere Voraussetzungen. Wir wissen nie, was auf uns zukommt. Wir können uns im Vorfeld nie darauf einschießen, mit welchem Einsatzmittel wir welche Leistungen erbringen können. Wir müssen immer vor Ort entscheiden, was ist das richtige Einsatzmittel, welche Platzverhältnisse habe ich und wie ich dementsprechend das Ganze dann aufbauen kann, um das schnell und ordentlich abzuwickeln. Es ist so, dass wir in Deutschland so einen Mangel an Berge- und Abschleppsachverständigen haben. Und deswegen hat DEKRA beschlossen, einen gewissen Kreis von Mitarbeitern auszubilden. Es kommt natürlich auch vor, dass so eine Bergung nicht fach- und sachgerecht durchgeführt wird. Und da kommen unsere Sachverständigen dann ins Spiel. Die müssen dann bestätigen, ob die Bergung fach- und sachgerecht durchgeführt wurde. Ausschlaggebend bei einer Bergung sind meistens die Endlage der Fahrzeuge und der Untergrund, auf dem sie zum Stillstand gekommen sind. Bei solchen Bergeeinsätzen gelangen deshalb nicht nur allerhand Spezialfahrzeuge an den Einsatzort, sondern auch umfangreiches technisches Equipment. Grundsätzlich können sich Bergemaßnahmen aufgrund von technischen Unwägbarkeiten schnell in die Länge ziehen, weiteres Equipment erfordern und dadurch auch höhere Kosten verursachen. Wenn dann die Rechnung kommt, kommen auch die Fragen. In solchen Fällen sollen die Sachverständigen mit Rat und Tat unterstützen. Es gibt die Möglichkeit, dass eine Versicherung eine Rechnung erhält von einem Berge- und Abschleppunternehmen und sich natürlich der Herr, der die Rechnung anschaut, fragt, ist das so richtig, was da drauf steht auf der Rechnung? Ist es nachvollziehbar? Warum ist die Rechnung unter Umständen sehr, sehr hoch? Und deswegen werden unsere Sachverständige ausgebildet, um einfach diese Rechnungen überprüfen zu können und zu kontrollieren. Natürlich verfügen technische Sachverständige über ein komplexes technisches Wissen. Sie müssen aber auch verstehen, welche Abschleppmaßnahmen notwendig und zweckmäßig waren. Nur so können sie die Rechnungen wirklich nachvollziehen. Um Streitfälle zu verhindern und um eventuelle Schäden gerichtsverwertbar zu begutachten, ist aber auch branchenspezifisches Wissen erforderlich. Durch das Intensivseminar des Abschleppverbandes erlangen die Gutachter wichtige Kenntnisse für ihren Arbeitsalltag. Eine hohe Praxisrelevanz hatten dabei vor allem die unterschiedlichsten Bergungsmethoden. Vor allem ist es auch nicht ganz unkompliziert, so ein Fahrzeug aufzustellen, weil jedes Fahrzeug von sich aus ja auch anders konstruiert ist. Der eine hat Blattfederung, der andere hat Luftfederung. Wo setzt man seine Anschlaggurte an? Wie muss man die Achsen vorher sichern? Was muss man alles beachten? Und das einfach mal gesehen zu haben, ist schon relativ wichtig. Was sich eigentlich einfach anhört, dauert doch eine Zeit. Man hat das jetzt so von Vorbereitungen bis zum Ende, ist immer knapp eine Stunde weg. Ne? Und das kann man sich so als Laie eigentlich gar nicht vorstellen. Also da hat man eine Menge Respekt vor. Man sieht ja auch gerade die Mitarbeiter hier von der Bergungsfirma, ja, wie viel Körpereinsatz das ist. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, das ist irgendwo nachts auf der Autobahn, hinter einem fahren wahrscheinlich noch, wenn eine Spur freigegeben ist, noch die LKWs und Autos. Also da hat man gehörigen Respekt vor und man kann nur sagen, dass die eine hervorragende Arbeit machen. Klar hat die Veranstaltung einen deutlichen Praxisbezug, doch ist und bleibt sie am Ende eben auch nur ein Seminar. Grundsätzlich stellt aber jeder Verkehrsunfall mit einem Nutzfahrzeug die Mitarbeiter der Abschleppbranche immer wieder vor neue und andere Herausforderungen. Hier haben wir jetzt einfach den Vorteil, dass wir in der realen Welt sind. Wir können üben. Ja, wenn mal was schief geht, ist es auch nicht unbedingt ein Problem. Man kann hier korrigieren.
Reparatur noch durchführen. Die Bergeleiter sind hier mit vor Ort, helfen, unterstützen noch mal zusätzlich. Und wir haben dann einfach die Möglichkeit zu diskutieren, ist das, was wir, den Weg, den wir gewählt haben, der richtige Weg? Ist es der falsche Weg? Wir bekommen Korrekturen und somit lernen wir ständig noch dazu. Ob es bei einer realen Lkw-Bergung zum Einsatz von Hebekissen oder eventuell sogar eines Kranwagens kommt, richtet sich unter anderem nach den Möglichkeiten am Schadensort. Und die können in der Realität ebenso individuell wie die Unfallstelle selbst sein. Der Lehrgang geht zu Ende. Wir sind alle begeistert. Die Mitarbeiter haben sich schon positiv geäußert. Es wurden einige Unklarheiten aus dem Alltag ausgeräumt. Und genau das war unser Ziel, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und ihnen eine gewisse Erfahrung an die Hand zu geben, die sie jetzt hier gewonnen haben. Vor allem die hohe Zahl schwerer Verkehrsunfälle spricht für die Notwendigkeit solcher Seminare. Viele Rechnungen, die auf den ersten Blick überhöht wirken, lassen sich nämlich nur mit genügend Sachverstand erklären. Wirtschaftlich ist das Abschleppgewerbe selbst noch immer von hohen Investitionskosten geplagt und hat, ähnlich wie das deutsche Transportgewerbe, große Probleme, um einen geeigneten und qualifizierten Fahrernachwuchs zu bekommen.